Du bist nahe einem Kollaps. Moment, dann kannst du erstmal einen rauchen. Weil das fickt meine ganze Kolonie dann. Eine Reispflanze ist verrottet, weil sie nicht abgeerntet wurde. Moment. Muskelparasiten. Oh mein Gott, die gibt's wirklich. Also hier steht, dass teilweise die Muskelparasiten wieder weggehen. Ich muss mal kurz nachgucken, weil zur Sicherheit. Hi Rail. Ach ja, ist ja Sonnenfinsternis. Ja, ach, alles Kacke. Dann schaltet mal den Strom aus für ein paar Sachen. Oh, das Krematorium kann aus. Ich muss Energie sparen. Juhu, Sonne! Zeig mir, wo das Licht ist. Ich glaube, alle meine Minenarbeiter sind tot. Deshalb passiert da auch nichts mehr. Also auch theoretisch haben wir noch Leute, die das machen könnten. Wenigstens ist unsere Nahrungsmittelkammer voll. Oh. Du findest dein Schlafzimmer auch noch nicht eindrucksvoll. Dabei ist das sogar besser als die anderen Schlafzimmer. So, die habe ich gerufen. Na, hoffen wir mal, dass die Sachen haben, die ich will.
Wir haben ein paar Bauteile dabei. Und die haben einen Plastall dabei. Juhu! Ah, da können wir den Multi-Analysator wieder aufbauen. Ich kaufe euch auch den scheiß Stahl ab. So, die ganzen Kleinstmengen. Die einfachen Mahlzeiten kann ich auch verkaufen. Okay, die leckeren nicht. Dann sind wir auf plus minus null. Okay, du darfst dich noch ausschlafen, aber dann baust du bitte dieses Multispektrumsphasenanalysator-Ding. Haben wir übrigens auch gerade eine Hitzewelle. Und ja, essen darfst du auch eben. Schaltet Schalter um. Du hast Wichtigeres zu tun. Boah, bitte bau den aber diesmal auf Anhieb. Bitte. Gott sei Dank. Können wir endlich sinnvolle Forschung machen, wie diesen Tiefenbohrer. Wo das Witz ist. Wo der Witz ist, dass ich dann immer noch den Scanner brauche, der auch mal eben 7000 kostet. Nahe des Hitzschlags erstmal ein Rauchen. Die haben jetzt eh alle Probleme in der Hitze. Obwohl in die Temperaturen. Ja, außer in der Kühlkammer natürlich. Und da ist es nämlich, es ist total egal, was für eine Temperatur ich einstelle bei den Kühlungen. Die kommen da nicht hinterher, die haben nur eine gewisse Wattleistung. Irgendjemand hat mal geschrieben, du musst dir einfach nur die Zieltemperatur niedriger einstellen. Aber es verändert nichts. Wenn es so heiß ist, ist es einfach zu heiß. So einfach ist das. So. Noch eine weitere Kühlung aufbauen, sonst verrottet mir der ganze Scheiß.
Und jetzt kommt auch noch ein verrückter weißer Hase, der uns alle töten wird. Es kommt sogar mehr als ein Hase. Und der nächste Hase. Weg, da unten kommt noch einer. Das ist eine richtige Haseninvasion. Ach du Scheiße, da kommen noch mehr Hasen. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Mein Gott. Der kann wirklich verbluten, weil er gerade mit Hasen gekämpft hat. Mein Gott. Ach so, der Hund hat eine Lebensmittelvergiftung. Ach, wegen dem Reis. Ist ja auch nicht so geil für die Hunde. Was? Wo? Ach, da sind noch ein paar Hasen. Die sollen von den Geschützen zerstört werden. Jetzt sag nicht, die zerstören mein Geschütz, während ich da oben... Ich wollte schon sagen. Da ist noch ein Hase. Und ich glaube, der ist auch verrückt, oder? Ne, der isst Gras. Der versucht keine Menschen zu essen. Oh, scheiße. Ich habe keine Kühlung in meinem Krankenzimmer. Oh, danke für die Info. Sorry, du musst nochmal aufstehen. Zum einen die Kühlung für die Lebensmittel. Was ich nicht verstehe, wir haben schon viel höhere Temperaturen gekühlt bekommen. Weil ich die Kühlung auch mal auf die richtige Temperatur einstellen. Aber die Verwundungen werden nicht so lange ein Problem sein. Jetzt haben wir die Innentemperatur schon mal ein wenig niedriger bekommen. Und wieder höher.
So, sehr schön. Unser Bauarbeit hat sich komplett erholt. Schaffen die Kühlung nicht. Ich baue sogar noch eine. Eine Doppelmauer soll auch bei der Kühlung helfen. Oh, Schildkrötenfleisch ist im Lager verdorren. Wobei ich sehe gar kein Schildkrötenfleisch. Das Hasenfleisch. Total doof. Mich wundert nur, wir haben doch schon. Wie gesagt, wir haben schon viel höhere Temperaturen gekühlt bekommen. Und jetzt stellst du das Ding hier schon ziemlich an. Ja, jetzt kommen wir langsam auf die Minusgrade. Aber nur weil in der Nacht es halt einfach kühler wird. Toll, jetzt die Hitzewelle eh vorbei. Dann schalte ich zwei Kühlungen komplett aus. Ich muss keine minus 20 Grad einstellen, das ist total egal. Das habe ich vorhin genau gezeigt. Dieses, es muss nur im Minusbereich sein. Es macht keinen Unterschied. Das ist die Zieltemperatur, aber wenn die Leistung nicht ausreicht von den Kühlungen, erreichen die auch die minus 20 Grad nicht. Ist nicht so, dass die jetzt mehr rauspumpen können. Gut wäre, wenn ein Sklavenschiff vorbeikommen würde. Und wir da einen vernünftigen Sklaven kaufen könnten. Einen Conan. Nein, bitte nicht nochmal eine Aussaat machen. Generell bei allem. Okay, hier ist es okay.
Teufelsgarn wird eh nur einmal, wenn überhaupt, abgeerntet. Entnimm Wirbelsäule. Ist ja eh kaputt. Plastahl. Ich glaube nicht, dass unser Handwerker gut genug ist, das Ding zu bauen. Wenn Gump dabei stirbt, das bionische Auge reinzusetzen, dann ist er eh rum. Nein, für meine Batterien brauche ich auch keinen weiteren Schaltkasten, weil ich keine neuen Batterien gebaut habe. Und der Stromstoß kann nur so stark sein, wie die Batterien Energie sparen können. Hast du schon mal bei Rimworld eine Winterzone versucht? Wie weit bist du gekommen? Nein, habe ich nicht. Wahrscheinlich komme ich überhaupt nicht weit, weil du komplett auf Jagen gehen musst. Was denn jetzt schon wieder? Warum? Junge! Du hast einen Befehl von mir bekommen. Dann erfüll den Befehl zuerst. Anstatt dass du da irgendwo am Arsch der Welt Sandstein abbaust. Nein, weitermachen. Schön. Was nehme ich denn jetzt? Das Augenklappenauge oder das graue Starauge? Oh, Get a High macht das. Medizin 6, ey. Er ist so gut wie tot. Haben wir keinen, der das besser kann? Ja, unser Scientist kann das eigentlich besser. Der hat wenigstens Stufe 8. Toll. Er kriegt ein neues Auge!
Er schläft zwar den ganzen Tag und es hat schon Krankheiten ohne Ende. Und hat ja eine schwere Gehirnverletzung auch noch. Das wird schon. Und tot. Grump wurde zerrissen. Nels hat bei der Operation an Grump katastrophal versagt. Tja. Sah Verbündeten sterben. Immerhin gibt sich nicht die Schuld. Kopf abgerissen, frisch. Naja, er war immerhin blind. Und er hat jetzt keine Schmerzen mehr. Ich setze das Auge jetzt ein. Ups, ich bin mit der Säge durch deinen Hals. Merkwürdige Situation. Das kann man doch bestimmt noch irgendwie kitten. Ich glaube, das Auge ist auch einfach weg. Das Bionische. Es wurde bei der Operation verbraucht. Dabei habe ich gedacht, vielleicht kann man es wieder rausholen. Aber wahrscheinlich, weil der Körper jetzt nicht mehr dabei ist. Du kannst von Leichen keine Organe mehr nehmen. Jedenfalls von der Leiche nicht, oder? Ist toter Mensch? Ausziehen? Nö. Doch, nein. Ich kann nur ihm Organe. Es geht nichts mehr. Tja, tut mir leid. Er war eh 62 Jahre er konnte immer 20% laufen noch. Aber ich glaube, jetzt eine Wirbelsäule bei irgendjemandem einsetzen sollte ich auch nicht so schnell machen. Das Auge ist einfach in den Hals gerutscht. Es will ja auch keiner mehr anpacken.